Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Bloody Platinum Strategy Steve und Euer Let's Play Retro-Verse. ja, wir sind hier in Ewigenau. Wir sind hier, nee, Erzling, ja genau, Erzling. Und wir hätten quasi das hier schon eine Weile machen können. Hier auf Route 207. Ich muss sagen, dass ich die irgendwie aus irgendwo noch immer später mache. Also weil dann kommt nämlich hier noch gar nicht weiter. Man kann nur auf dieses Grasfeld. Aber hier gibt es einige coole Pokémon zu fangen. Zum Beispiel Hippopotam. Also sprich, hier könnt ihr schon vor den ersten Orden hin. Das nur nochmal als Information. Ich muss aber sagen, dafür, dass Hippopotas aus der vierten ist, sieht der ganz schön nach einem echten Pokémon aus. Die Pokémon der vierten sehen noch ganz gut aus. Die der dritten, finde ich, sehen eher komisch aus. Naja, also wie gesagt, die Sache ist halt, wir haben uns wahrscheinlich auch mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt. Ich meine, für mich sind solche Pokémon wie Makuhita und Knackleon mittlerweile halt schon akzeptierte, ganz normale Pokémon, die auch gar nicht mehr seltsam aussehen. Ich erinnere mich noch, stimmt, wo ich dir Knackleon vorgestellt habe, meinst du, was, so ein dummer Name, sieht das aus? Willst du mich verarschen? Oh, gucken wir uns das erstmal hier an. Wohl, es schließt seine Nasenlöcher und reißt dann durch den Sand. Bildet Kolonien mit einer Größe von circa 10. Circa 10. aber nee, trotzdem mal so zur Klarstellung. Also ich hatte Knackleon und Libeldramon und die ganzen Entwicklungen. Oh, ein Damals, Pokéball. als ich das gespielt habe. Ja, das ist sehr seltsam, dass hier ein Pokémon rumliegt und da hinten sind auch Beeren. Ich glaube, wir waren nie auf der Route. Ja. Beziehungsweise du und Kimi in dem Fall. Wahrscheinlich haben wir es hier nicht richtig erkundet oder so. Ich gehe davon aus. Den oberen Teil haben wir nicht gemacht, weil wir haben ja alle Trainer gemacht und so. Das weiß ich ganz genau. Die Trainer haben nämlich wir gemacht. Weil zu den Trainern kommt man nämlich erst nach dem zweiten Orden. Weil man irgendwas zerstören muss, oder was? Weil man Fahrrad braucht. Okay. Aber das ist trotzdem eigentlich ganz cool. Also man kann sich hier halt wirklich ein ziemliches Superteam zusammenbauen. Du kannst dir halt Kindwurm, Kaumalat, Knackleon, Larvitar fangen. Natu und Mediti. Also das ist schon ganz okay. Los, haben wir Iso gefangen. Es wird Stärke, indem es andere ständig anrempelt. Es liebt Süßigkeiten. Ja, welches Pokémon tut das nicht? Ein Pikachu, möchtest du einen Reißball? Ja, du möchtest doch bestimmt einen Reißball, oder? Finde ich mal total komisch, dass die in diesen ganzen Serien sich die ganze Zeit nur von Reißbällen ernähren. Aber wirklich was anderes. Also manchmal vielleicht noch eine Nudelsuppe. Sagen wir erstmal Macholo. Ja, um Naja, das laufen eigentlich wird. müssten sie ja zeigen, wie sie sich, was weiß ich, einen Tauros braten, aber. Ja, genau, also das, also Fleisch essen gibt's nicht. Die essen, ich glaube, ab und zu wird mal gezeigt, wie die Fisch essen. Aber es ist dann halt auch kein Pokémon, sondern irgendwie ein ganz normaler Fisch. Ja. Aber ich glaube nicht so wirklich, dass Tiere und Pokémon miteinander koexistieren können, weil die brauchen ja beide was zu futtern, sage ich jetzt mal. Genau. Also. Obwohl für einen kleinen Statur ist es kräftig genug, mehr Kleinstein zu hieven und dann zu werfen. Und Mann, ich stelle mir gerade vor, in irgendwelchen Tunneln wie die Mascholos einfach die ganze Zeit Kleinstein durch die Gegend zu werfen. Kein Wunder, dass die immer so Akku sind, Kleinsteins. Die Frage ist halt, wie viel gibt's denn ein Kleinstein? Makuhita. Ich gucke das einfach mal nach, wie viel ein Kleinstein liegt. Das wird ja bestimmt bei Pokéwiki stehen. Ich kann mal davon ausgehen. Für mich eher ein überflüssiges Kampf-Pokémon, dieses Makuhita. Also ich kein Interesse daran, das zu trainieren. Was? Makuhita? Ja, keine Ahnung. Irgendwie Für aus mich sieht wie. es halt wirklich aus wie so ein Relax-Zug. Ja. Aber gut, es liegt halt einfach nur in den Schlitzaugen. Okay, ein Kleinstein wiegt sogar mehr als Macholo. Okay. Also es ist zwar irgendwie, glaube ich, nur ein Kilo oder 100 Gramm mehr, aber interessant. Und schauen wir uns das mal an. Es stärkt seinen Körper, indem es gegen Bäume rennt. In seiner Nähe finden sich viele umgekippte Bäume. Die anderen nennen sowas Deppen. Ich stelle mir gerade vor, wie das Ding gegen Bäume läuft. Kleinstein hat ja in der Rubin einen voll lustigen Pokémon, einen Pokédex-Eintrag.
Je länger ein Kleinstein lebt, desto mehr wird seine raue Oberfläche abgeschliffen, sodass es runder wird. Das Herz dieses Pokémon bleibt aber für immer versteinert, hart und rau. Oh Gott. Total lustig. Nein, das kann ja Bodycheck, jetzt killt sich selbst. Ich schau mal nach, ob das weiter tragisch ist. Ja, ist es, weil das ist das seltene Pokémon hier zusammen mit Kindsturm. 5% Chance ist zu finden. Ja, müssen wir Flockball werfen. Und von den Pokémon, die nur morgens auftauchen, haben wir jetzt noch gar keins gesehen. Das sind nämlich Natu und Medici. Okay. Also ich denke mal, wir können ja auf jeden Fall noch ein bisschen onscreen rumlaufen. Ja, na klar. Hier haben wir Medici. Perfekt. Die Sache ist halt, dass wir die häufigeren Pokémon schon fast alle gefangen haben, also es geht nur noch raus. Und dann halt die tageszeitspezifischen Pokémon. Ja. In der Theorie sind wir halt immer am Morgen am längsten. Genau. Eigentlich totaler Blödsinn, wenn es um Finsterbälle geht. Ja, das stimmt. Wenn du ja immer rumschwärmst. Also ich meine, so gesehen wäre es für mich auch kein Problem, wenn wir nachts anfangen. So hast du das halt angewöhnt, diesen Morgenrhythmus so ungefähr. Das stimmt. Eigentlich sollte man vielleicht wirklich überlegen, ab der nächsten Route immer nachts, Mittag, Nachtstag früh zu machen. Kam Psycho, dringt tief in den Bergen, erhöht es seine spirituelle Kraft durch Meditieren, kann es schweben. Ich finde es aber komisch, dass Galagladi Psycho-Kampfkampf wiederum gemacht wurde, also von wie rum das steht. Es ist vollkommen irrelevant, aber es ist tatsächlich, dass es andersrum steht. Ja, ich habe auch keine Ahnung warum. Also, vielleicht ist es nur ein Bug, vielleicht ist es gewollt, aber es hat halt keinerlei Auswirkungen auf das Pokémon. Genau. Es wird wahrscheinlich auch irgendwie welche geben, die zum Beispiel bei dem Wasser Psycho, die da Psycho-Wasser sind. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie so wirklich drauf geachtet, in welcher Reihenfolge. Ich glaube, dass Wasser immer zuerst steht. Wie gesagt, ich habe noch nie auf diese Reihenfolge geachtet. Boah, wie von daher so einen hier wieder weigert, dass man weggehen kann. Und das gibt ja wirklich gar keine Erfahrung wahrscheinlich. Ah, so 200? Naja. 94. Ach du Scheiße. Ja, also ich würde vorschlagen, wir lassen nur noch 1, 2, 3 Pokémon auftauchen. Und wenn dann keins dabei ist von denen, die wir suchen, dann wäre es, glaube ich, am sinnvollsten, ein bisschen Offscreen zu suchen. Ja. Was? Natu suchen wir noch, ne? Genau. Natu habe ich auch noch nie trainiert. Und irgendwie auch nicht so aus Interesse. Ich meine, klar, Psychoflug ist eigentlich ganz cool. Eigentlich ist es überhaupt nicht cool. Genau, das ist das Problem. Es hat natürlich nur noch mehr Schwächen. Rabaut. Es hat perfekt. Es hat aber auch durch den Psycho Typen nicht so wirklich einen Vorteil, beziehungsweise also Flug und Psycho geben sich halt gegenseitig nicht. Ja, weil das eine eher physisch ausgelegt, das andere eher speziell ausgelegt ist. Genau. Das schon mal, ich guck mal kurz nach, wie die Werte von denen sind. Also ich könnte schwören, dass Satu sehr mittelmäßig war. Also ich hab's schon mal im Team gehabt. Die Sache ist halt nur wirklich, du triffst halt ein Elektro-Pokémon, okay, Satu Müll. Ein Eis-Pokémon, okay, Müll. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Das ist halt nur gegen Kern-Pokémon richtig toll, aber wow, das interessiert wen? Das ist sogar gegen Gesteins-Pokémon schwach. Das sind alles so viele unnütze Schwächen. Ja, das stimmt. Ja. Lediglich die Käferschwäche verliert's, oder? Genau. Aber das war in der dritten Generation noch egal, weil die guten Käfer klein müssen in der vierten. So, hören wir uns mal Rabaut sie an. Es ist bekannt für seine Kampf. Begierde. Es erholt sich ständig von Verletzungen. Also ich finde es ganz interessant, dass sich Rabaut sich immer unterschiedlich entwickelt, je nachdem, ob Stärke oder Verteidigung höher oder gleich ist. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ja, damit haben sie dann aber auch noch ein bisschen rumgespielt, dass es dann ein Pokémon gibt, das sich in mehrere verschiedene entwickeln kann. Also. Ja. Auch wenn dann euch jetzt ein Nocturne und Kikli miteinander verwandt sind. Und Natu. Ach ja, es ist halt echt ein bisschen komisch, aber irgendwie passt es doch auch. Ich meine, der eine ist halt wirklich. Also ich meine, das
eigentlich ist es blöd zu sagen, der eine ist auf Verteidigung ausgelegt und der andere auf Angriff. Richtig, also ich weiß nicht, warum Nocchan angeblich auf Verteidigung. Na gut, man muss schon sagen, dass Nocchan, die sind ja eigentlich nach, Orgi, ich weiß gerade nicht, nach welchen Kampfsportlern die orientiert sind, das stimmt. Jackie Chan. Genau. Nocchan ist Jackie Chan und Hickey ist Bruce Lee. Ist vielleicht Bruce Lee vielleicht der aggressivere, also der offensivere? Vom Kampfstil? Also wenn du die Filme von den beiden miteinander vergleichst, die Filme von Bruce Lee waren ja ziemlich brutal, in Deutschland wahrscheinlich auch geschnitten. Ja, stimmt. Okay, dann passt es vielleicht auch. Der gucken wir das mal natürlich noch an. Es pickt seine Nahrung aus Kakteen, wobei es Knospen und Dornen verschont. Okay, gut. Damit haben wir alle Pokémon gefangen. Wir können jetzt theoretisch die Tageszeit wechseln. Okay. Mitten am Tag stolperte einfach ein Kindwurm über uns. Eigentlich sind wir über S gestolpert. Ich meine, wir sind so lange durch das hohe Gras gerannt, bis wir endlich mal eins gefunden haben. Nein, das hat uns angekrempelt. Das ist immer eine Auslegungssache. Naja, ich meine, wir rennen halt durch das Gras mit der Intention, fixes Pokémon zu finden. Das ist ja vollkommen egal, was unsere Intention ist. Dieses Vieh kann ja auch abhauen. Kindwurm lässt sich auf jeden Fall nicht in den Ball reinknechten. Müssen wir weiter hier Hyperbälle werfen. Schade, dass es keinen Ball gibt, den Drachen besonders gut fängt. Und, ja, perfekt. So muss es laufen. Mir ist ja einfach mein Satz hier weg. Es gab auch schon lange keinen PKMN mehr irgendwie im Pokédex-Einträgen. Es träumt davon, eines Tages fliegen zu können und springt daher jeden Tag von hohen Klippen. Das klingt extrem clever. Oh Mann, auch wir haben mal einen Trash-Abend gemacht und da haben wir den Film Als die Frauen noch Schwänze hatten geschaut. What the fuck? Das klingt wirklich extrem trashig. Dieser Film ist so sinnlos. Die sind auf, ich sag mal, sind auf einer Insel, wo es nur Männer gibt, ja? Sind so vier oder fünf Männer, jetzt fünf Männer. Und eines Tages, ja, schlägt halt ein Blitz ein auf der Insel. Dadurch haben sie Feuer. Also vorher hatten sie kein Feuer, weil ein Blitz einschlägt, haben sie Feuer. So. Aber irgendwann sind sie der Meinung, mit dem Feuer zu tanzen. Resultat ist, die komplette Insel brennt nieder. Und diese fünf Leute fliehen quasi von der Insel. Indem sie sich auf dem Floß gebaut haben oder so. Total sinnlos. Und dann kommen sie halt auf eine Insel, ja, wo wiederum nur Frauen leben, die halt Affenschwänze haben. Also gibt es erstmal keinen Grund. Es wird uns auch im ganzen Film nicht erklärt, warum wir es haben. Ich muss es jetzt erstmal bei Google reinschmeißen. Und, aber es kommt noch besser. Sie mussten, glaube ich, einen Schauspieler loswerden, aus irgendeinem Grund auch immer. Auf jeden Fall kommt es zu einer Szene, die keinen Sinn ergibt. Und zwar nimmt sich einer der Schauspieler zwei Blätter, ist der Meinung, er kann fliegen und springt von der Klippe und ist tot. Einfach so. Es gab keine Andeutung dafür, er ist dann einfach tot. Und ja, und dann entdecken die Männer Geschlechtsverkehr. Und damit sind die Männer in der Knechtschaft der Frauen und so endet der Film. Naja, aber irgendwie ist ja auch was Wahres dran. Der Film, und das Lustige ist sogar noch, dass mit diesem Film einige Schauspieler, die heute noch im Filmgeschäft tätig sind, damit ihren Start hatten. Na gut, das muss ja jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein. Nein, aber der Film ist an sich wirklich lustig. Es ist ein klassischer Trash-Film. Zum Beispiel nehmen sie dann immer eine Keule und kloppen sich die gegenseitig an den Kopf, weil sie zuerst an die Frau ran wollen. Ja, wie soll das einfach sonst regeln? Das ist wirklich alles auf dem Arm. Also, das ist aber durchgehend als Comedy gehalten. Ich habe der Film ab 12, glaube ich, sogar freigegeben. Also. Nee, ab 16. Ah, okay, ab 16. Hab gerade nachgeschaut. Also, zumindest steht das bei Wikipedia. Ja, wird schon super flott bei, hat nicht funktioniert. Klasse. Dieser Ball fängt Pokémon mit Lichtgeschwindigkeit. Das Problem ist einfach, dass wir ihn nicht schwächen können. Naja, wir können ihn dann schon schwächen, aber das Problem ist halt, wenn er dann Bodycheck einsetzt, dann haben wir ein echtes Problem, weil das hier super selten ist. Ja.
jetzt können sie ruhig Bodycheck einsetzen, um sich selbst ein bisschen ja, zu schwächen. Wäre vielleicht echt sinnvoll gewesen, ein Pokémon mitzunehmen, das irgendwie 25, 30 ist oder so. Ja, wollen wir jetzt ja nicht mit ahnen, dass jetzt sowas hier passiert. Mal ein Bodycheck-Pokémon. Ja, ich glaube, das ist schon mindestens das zweite Pokémon, das sich selbst schädigt. Erinnere dich doch an den Risiko-Tackle. Oh ja, aber wir haben kaum mal Latt gefangen. Und haben wir die beiden seltenen Pokémon, oder? Wie, so muss das laufen. Ja. Ja, wir haben beide seltene Pokémon. Lache wohl. Greifen seinen riesigen Maul an. Wo seine Angriffe mächtig sind, verletzt er sich dabei auch selbst. Das haben wir gemerkt. Das ist sehr gut, diese Anspielung auf Bodycheck zum Beispiel gerade. Ja, Zickzack hat ein Item. Jetzt ist noch gleich irgend so eine Drachenattacke, die er nach einiger Zeit auch verwirrt oder so. Das war ja auch gut. Ja, Fluchtseil. Hast du schon das zweite Fluchtseil, das wir von Zickzack bekommen? Ja, ich meine, es hat ein normales 550, das kann man noch verkaufen, und super, ein Kindwurm. So selten sind die scheinbar nicht. Ich meine, Tag-Pokémon haben wir bisher noch keine gesehen. Lavita, was ist mit dem? Der taucht nachts auf. Okay. Selten oder häufig? Ich hab's noch im letzten, vorletzten. Ah ja, 10%. Genau. Also die wirklich seltenen Pokémon hier, die haben wir jetzt schon. Ein Funfee. Funfee. Ja, habe ich noch nie gehabt und auch noch nicht vorgehabt zu trainieren. Ja, ich ebenfalls nicht. Aber ich kann es mir mal kurz anschauen. Ach ja, im Übrigen, wo ich ja vorhin bei Xatu war. Also Xatu hat interessanterweise sogar Spezialangriff und Initiative gleich auf Maximum. Und es ist halt beides 117. Also es ist halt wirklich das typisch mittelmäßige Pokémon. Ja. Und dazu kommen halt diese vielen Schwächen, sage ich jetzt mal. Also es ging nicht wirklich gut. Es ging auch nicht mal wirklich ingame-tauglich. So, trotz seiner Kringgröße ist es stark. Es kann seine Erwachsenen mühelos aus den Rücken tragen. Pass auf, in den Top 4 gibt es einmal einen Eistrainer. Ja. Dann gibt es noch einen Drachentrainer, wo zum Teil die Pokémon Eiszahn haben. Das gleiche gilt für den, also der Geisttrainer hat auf jeden Fall Eisattacken. In den Top 4. Also in Smaragd. Aber ja, genau das ist ja eben, also nicht nur in Smaragd, auch in den Original Gold und Silber war das eigentlich so, dass zumindest die Top 4 schon ziemlich unterschiedliche Attackensets hatten, ja. Und das Problem ist dann halt, egal gegen wen du kämpfst, einer kann Xatu irgendwie immer gut angreifen. Ich meine, wie gesagt, der ist halt auch noch gegen Gestein anfällig. Ja. Knackleon. Perfekt. So muss es laufen, ne? Ich mag Knackleon. Libeldra ist halt schon ziemlich cool. Auch wenn Anfang natürlich Libeldra einfach mal schlechter ist als Knackrack. Du meinst als guter Lander, weil... Ja, doch, Knackrack. Ja, aber der spielt doch nicht aus der vierten. Ist halt ein bisschen sinnlos, das jetzt mit einem aus der vierten zu vergleichen. Nein, ich meine jetzt in der vierten sozusagen. Also wenn es jetzt auf dem... Also wenn du jetzt hier, sag ich mal, da die Platin spielst, weiß ich nicht, nimmt man wahrscheinlich einfach das Bessere. Außer man will halt ohne Über-Pokémon spielen. Das baut im Wüstensand eine Fallgrube, setzt sich in ihr auf den Boden und wartet auf Beute. Bruder Lander ist zum Beispiel in der Kampfzone verboten. Naja, lass uns jetzt erstmal in die Nacht gehen. Achso, haben wir alles. Okay, gut. Genau. Dann, ja, sehen wir uns nachts wieder. Zeit für Lavita. Steve, ich habe gerade mal nachgeschaut. Also Sonnenfein ist gar kein so schlechtes Pokémon. Das hätte ich gar nicht gedacht. Angriff und Verteidigung sind halt über 350. Okay. Also, wenn man das mit einem ordentlichen Wesen fängt, das ist zumindest ingame-tauglich. Man darf es halt natürlich nicht gegen irgendwelche speziell ausgerichteten Pokémon schicken, aber die ganzen physisch ausgerichteten Pokémon, die sollte es eigentlich zerquetschen. Aber es ist doch Boden, oder? Es ist Boden, ja. Aber bei Boden gibt es immer so viele Alternativen.
Ich weiß. Es gibt so viel zu viele Pokémon dafür, dass man nur 6 Stück im Team haben darf. Ja, Gestein, hier haben wir sogar gerade Gesteinboden. Dieses PKMN frisst das Erdreich. Hat es einen Berg verspeist, schläft es ein, um zu wachsen. Oh, einen ganzen Berg. Lavita sieht halt irgendwie auch aus wie ein Drache. Ja, also, als ich damals Lavita bzw. Despotar gesehen habe, dachte ich auch, es wäre irgendwie Drache Unlicht oder so. Ja. Aber die letzte Stufe ist Unlicht, Gestein. Aber das ist wieder sowas, das fällt wieder in Kategorie Glurak und Garados und so weiter. Genau. Dann dürfen wir eigentlich noch ein Pokémon hier sehen, oder? Genau, und das ist Gorkla. Okay. Lass mich raten, es erscheint so. Oh, diese. Ja, es erscheint zu 10% und ist so, ich glaube, ist so ziemlich häufig. Ja, 20%. Ach, ihr doch jedes Mal abschlachten müssen. Hey, diese 94 Erfahrungspunkte, ja, irgendwann wird unser Sherox dadurch noch ein Level aufsteigen. Ach, ist so, lass uns in Ruhe. Ich weiß nur, für irgendwas gibt es wie EV. Ich schau mal nach. Wenn ich zumindest noch richtig im Hinterkopf habe. Aber was ihr auf jeden Fall schon mal machen könnt, in den Kommentaren und schreiben, wie ihr denn so Lavita empfindet, ob ihr auch der Meinung seid, es hätte ruhig Drache sein sollen. Ja. Also. Steve, so wie ich das sehe, wird hier bei PokeWiki steht hier immer Statuswerte und dann FP. Und bei FP steht bei ISO 1 bei KP. Okay, dann gibt's KP. Genau. Ich meine, man muss halt bedenken, das ist so, ich glaube, es ist ein Baby-Pokémon, das ist ja das Baby, ja, genau. Ja. Das ist ein Baby-Pokémon, das hat auf Level 100 fast 400 Trefferpunkte. Okay. Da, wo ihn genau hat, das spielt auch extrem viel. Fast 600, ja. Und ich meine, das ist halt. Wir sind halt die anderen Werte super crappy. Aber es ist ganz cool mit Abgangsbund und so einem ganzen Kram. Also, ich glaube, dass Marine genau sogar gespielt wird. Na, es ist halt an und für sich nicht ganz schlecht, weil es beherrscht halt, also, es ist halt wirklich ein richtiges Konter-Pokémon. Aber. Ja. Ich hab's auch noch nicht im Team gehabt und hab eigentlich auch aktuell nicht das Interesse daran. Es ist halt langweilig. Es hat einfach wieder zu viele gute Alternativen. Das Argument zählt nicht. Jedes Pokémon hat mittlerweile gute Alternativen bei 470 oder so zur Auswahl. Aber bei manchen gibt's weniger als bei anderen. Ja. Bodenflug, immer noch coole Kombo. Erschreckt Gegner, indem es sich an ihren Gesichtern klammert und damit einen giftigen Stachel angreift. Ey, wie abartig ist das denn? Erschrecken. Ja, ich spring dir aufs Gesicht und dann guck's noch zu. Im nächsten Part werden wir das Gebiet unter dem Radweg genauer erkunden. Ich war DSD Steve und euer letzter Retro World. Ciao!